Hey, Trottel, das bezahlst du mir. Du kaufst mir eine neue Scheibe. Oh, sicher. Sobald du meine Sachen getrocknet hast, ich friere den ganzen Tag und verrecke in den nassen Klamotten. Das ist mir egal. Ich hör zu. Weißt du, wer ich bin? Oh, ja. Ich glaube schon. Ja, sicher. Ich hab dich schon mal gesehen. Warte mal kurz. Oh, na ja, klar. Ich erinnere mich. Du bist auch so ein Papasöhnchen, das sein Auto geerbt hat und selber gar nichts ist. Was hast du gesagt? Oh. Ganz ruhig, Mann. Ich werde dich zerstören. Ich bring dich um. Keiner braucht das. Hey, halt mal, hey. Hey, ich bin unschuldig. Sehen Sie, was er gemacht hat. Officer. Oh. Na endlich. Warum hat das so lange gedauert? Holen Sie mich hier raus. Immer schön mit der Ruhe. Eins nach dem anderen. Hey, labern Sie nicht. Machen Sie Ihren Job. Steve, ich fürchte, dieses Mal ist es nicht so einfach. Zuerst einmal haben Sie einen Haufen unbezahlter Strafzettel. Bezahlen Sie sie? Glauben Sie, ich habe Zeit für sowas? Und zweitens, als Sie das letzte Mal vor Gericht waren, waren Sie ziemlich durchgeknallt. Erinnern Sie sich noch? Ich stand unter Medikamenten, also bitte. Drittens, die Richterin Banksy bearbeitet Ihren Fall. Na und? Banksy? Die haben Sie damals nie zurückgerufen. Okay. Das verkompliziert die Dinge, aber hören Sie, ich verdopple Ihr Honorar, aber machen Sie Ihren Job, okay? Alles klar, Sir. Ich versichere Ihnen, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht. Großartig. Und noch eine Sache. Kümmern Sie sich um ihn. Ich will ihn hinter Gittern sehen. Das soll ihm eine Lektion sein. Aber sicher. Ich tue mein Bestes. Komm. Geh da weg. Was ist denn los mit dir? Wieso verhältst du dich so? Weil Menschen wie ich es verdient haben. Und Menschen wie du eben nicht. Du Idiot. Guten Morgen, Prinzessin. Wer zum Teufel sind Sie? Ich zähle bis drei und du verschwindest von meiner Bank. Eins, zwei, drei, hau ab! Sowas tut man nicht. Okay, wenn du es fair angehen willst. Hey! Halt mal! Was sagst du jetzt, Penner? Ich sage, ich übe ein bisschen Druck auf deine Hände aus und dann hast du einen eingeklemmten Radialnerv. Was soll das bedeuten? Du wirst 3 Monate lang keine Selfies im Fitnessstudio machen können. Ah! Psycho! Ich will die Bank gar nicht mehr haben. Alles in Ordnung? Es geht schon. Danke dir, dass du mir geholfen hast. Aber weißt du was? Das ändert gar nichts. Ich ziehe meine Anwälte nicht zurück, egal wie sehr du versuchst, dich bei mir einzuschmeicheln. Du kriegst, was du verdienst. Gibt es Mittagessen hier oder was? Hey! Willst du was davon? Nein. So kriegst du davon nichts. Wie blöd von mir. Wie viel willst du dafür? Sag einfach bitte. Das kannst du vergessen. 1, 2, 3. Warte. Was? Es ist nur ein Wort. Ja. Da hast du es. Bitte. Bon Appetit. Merci beaucoup.
Das verstehe ich nicht. Du setzt dich für mich ein. Du teilst dein Essen mit mir. Und du willst mir sagen, dass das nicht aus Eigeninteresse geschieht? Glaubst du, ich habe das verdient? Also, ich bin es gewohnt, dass Leute wie du sich so verhalten. Du weißt gar nichts über mich. Setz dich hin. Hey, Mr. Sullivan, meinen Glückwunsch. Sie können jetzt gehen. Danke sehr. War mir ein Vergnügen, Sir. Was ist mit ihm? Mit ihm? Er bekommt die Höchststrafe aufgebrummt. Und wie Sie gewünscht haben, kommt er sicher in Haft. Was? Nein, 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 nein! Soll das ein Witz sein? Nein! Machen Sie es rückgängig! Was? Ja, rückgängig machen. Mr. Sullivan, meinen Sie das ernst? Ich habe sehr hart gearbeitet, um das möglich zu machen. Hören Sie zu. Ich danke Ihnen für all Ihre Mühen, aber bitte, machen Sie es unbedingt wieder rückgängig. Oh, Sir, leider ist es dafür zu spät. Die Richterin hat die Papiere schon auf dem Tisch. Ich kann hier gar nichts tun. Dave Sartre. Sie werden zu 5 Jahren Gefängnis, 7 Jahre Sozialdienst und 7.000 Euro Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Mr. Sartre, wollen Sie sich zu Ihrem Urteil noch äußern? Also, ich beuge mich der Macht der Justiz, Euer Ehren. Sehr gut. Das Gericht hat nun entschieden und wenn niemand Einwände hat, ist der Fall abgeschlossen. Ich lege Einspruch ein. Und zwar sofort. Miss Banksy? Euer Ehren, verehrte Geschworenen, ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Ich muss Ihnen... die wahre Geschichte erzählen. Ich war auf dem Heimweg. Ich hatte einen schrecklichen Tag auf der Arbeit. Einen wirklich schrecklichen Tag. Ich war wütend und ich dachte, diesen Mann fertig zu machen, würde mir helfen, diesen Schmerz loszuwerden. Diese Wut loszuwerden. Aber es wurde noch schlimmer. Also, der einzige Grund, wieso er jetzt hier vor Gericht sitzt, bin ich. Ich habe ihn absichtlich nass gespritzt und ihn provoziert. Und es tut mir leid. Ruhe, Mr. Sullivan, oder ich verwarne Sie. Miss Banksy, hören Sie mir einfach zu, bitte. Ich war ein schlechter Mensch. Gäbe es eine Forbes-Liste der schlechtesten Menschen, wäre ich unter den ersten 10. Das ist wirklich wahr. Aber es ist auch wirklich wahr, dass ich jetzt ein anderer Mensch bin. Er hat etwas in mir verändert. Er ist wie ein, ich weiß nicht, wie ein Geschenk des Schicksals. Verwandeln Sie den Prozess nicht in eine One-Man-Show. Miss Banksy, hören Sie mir bitte zu. Sie haben einen Bleistift in der Hand, richtig? Und? Sie haben diesen Bleistift gekriegt. Denn mit diesem Bleistift können Sie schöne Dinge erschaffen. Sie können zeichnen. Sie können die Gerechtigkeit wiederherstellen. Deshalb sind Sie hier. Aber auf der anderen Seite dieses Bleistifts ist ein Radierer. Und auch diesen Radiergummi haben Sie gekriegt. Warum? Weil wir Menschen Fehler machen. Das ist wahr. Wir machen Fehler. Und manchmal, glauben Sie mir, nicht allzu oft korrigieren wir sie. Also bitte, geben Sie ihm die Chance. Geben Sie mir die Chance, etwas Gutes zu tun. Bitte, Miss Banksy. Mr. Sartre, Sie sind frei. Mr. Sullivan, Sie werden hiermit zu 120 Stunden gemeinnützigem Sozialdienst verurteilt. Das ist fair. Kate. Ich war ein Vollidiot. Es tut mir leid. Verzeih mir, dass ich
dass ich dich nie zurückgerufen habe. Wirst du mir noch eine Chance geben? Mag sein. Nachdem du die Stunden abgearbeitet hast. Danke dir. Ganz tolle Rede. Weißt du, ich werde Bleistifte nicht mehr auf dieselbe Weise ansehen können. Hast du wirklich diesen Blödsinn geglaubt? Sag mir eine Sache. Wieso bist du so blöd, hä? Du hast... Oh, weißt du was? Ich hab nur Quatsch gemacht. Oh, du verarschst mich, okay? Ich wollte sehen, wie du reagierst, Kumpel. Du siehst ja, wie ich reagiere. Also ich... Ich habe Hunger. Ich wette, du auch. Ich ja auch. Dann gehen wir was trinken. Ja. Und was essen. Und es geht auf mich. Das ist eine tolle Idee. Also erzähl mal, was ist mit dir und der Richterin Banksy? Oh, das ist eine lange Geschichte. Erzähl mal.